ist das doch, war 4. Haben sich die Pläne geändert und die soll eigentlich schon abfahren. Oh, bin ich mal gespannt, ob ich die jetzt noch kriege. Wahrscheinlich nicht. Guten Morgen, Leute! Heute geht's in den Taranga Zoo. Und meine Beine, die sind extrem schwer. Ich glaube, das liegt am letzten Training, was ich absolviert habe. Die ist diesmal nur auf die Beine gegangen. Das war so anstrengend. Ich würde sagen, Musik an. Und es geht los. Okay, endlich mal wieder in Sydney und ich muss jetzt einfach nur zur Ferry Station 2 und die ist in einer anderen Richtung. Boah, Sonntag, aber kein Wunder, dass hier so ein Getummel ist, weil auch Fähre und alles, also man bezahlt nur 2,50 am Sonntag, $2,50 und dann war's das, ja. Du kannst den ganzen Tag dann kostenlos fahren. Normalerweise bezahlt man für die Ferry 7-8 Dollar oder so für eine Hinfahrt. Eine Rückfahrt dann halt nochmal, das sind 16-17 Dollar, das ist unglaublich. Wahnsinn. Und ja, für die ganzen anderen, ne, Bus und so weiter, natürlich dann auch wieder Kohle, Kohle, Kohle. Aber jetzt, jeden Sonntag, könnt ihr euch merken, in Sydney jeden Sonntag 2,50 den ganzen Tag für Zug, Bahn, Bus, Fähre. Ja, reicht dann auch, ne? Hammer. Ist das doch, war 4. Haben sich die Pläne geändert und die soll eigentlich schon abfahren. That was close. You get on without him. Habt ihr das mitbekommen? Da ist ihr Freund irgendwie nicht hinterhergekommen. Sie war schon auf der Fähre und hat dann, mein Freund, der muss noch rein, der muss noch in die Fähre rein. Der eine Typ, der arbeitet, der hat dann gesagt, die versucht nur von dir wegzukommen. Das hier ist eine ziemlich kleine Fähre zum Taranga Zoo. Und ich hätte normalerweise heute $16,50 bezahlt für die Fahrt. Krass, oder? Sorry. Hier ist schon viel besser. Drei Anlegeplätze und ich habe den von den drei den rausgesucht, wo es eigentlich nur 50 Meter zum Zoo sind. Also bin ich mal gespannt, wo der jetzt ist. Okay, es dauert mir zu lange Zeit, Rafa. So, es gibt irgendwie mehrere Eingänge und ich hoffe, ich finde sofort den richtigen. Ich bin jetzt hier gerade bei einem großen Eingang, sieht schon ziemlich Main Entry aus. Taranga Zoological Park. Okay. Ich habe von meiner Family, von meiner Host Family, eine Member Card bekommen. Könnt ihr sehen? Da, mit einem kleinen süßen Affen drauf. Also ein Profilfoto von mir. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an meine Host Family. Sehr, sehr coole Sache. Das heißt, ich kann jederzeit hier in den Zoo gehen und das kostenlos. Yes! Geil. Stellt euch mal so ein Aquarium vor in eurem Zimmer, wo ihr eine ganze Wand seid. Ich habe tatsächlich mal eine Doku gesehen, da hat einer das. Der hat in seinem Wohnzimmer so ein fettes Ding und der schwimmt dann da drinne. Das kommt voll geil. I hope it is working. Yeah, well it expires in 5 days, so it's working today. Oh, really? At the end of the month. And the entry is there? Got it. Thanks. Okay, dann war ich tatsächlich doch schon richtig. Trotzdem ein bisschen eigenartig. Thanks. Nice.
Okay, das ist die Karte. Prägt sie euch ein? Ich tue es nämlich nicht. Ha. Okay, wir sehen uns im Zoo. Hui. Ich stehe gar nicht auf Karten. Und außerdem ist ja alles ausgeschildert. Also, was soll ich mit dem Ding? Ja gut. Kann man halt sich da rauspicken, was man unbedingt sehen will, ne? So wie in Disneyland. Aber in Disneyland war es auch... Sorry. In Disneyland war es ja auch Quatsch. Oder Disney World, weil... Da will man alles sehen. Da will man sogar mit der Tuftuf fahren. Oder mit Dumbo fliegen. Oder Peter Pan Land. Das ist eine sehr coole Mischung auf jeden Fall. Das in einem Wald hier. Also es sieht nicht künstlich angelegt aus. Die werden es hier irgendwie reingebaut haben. Und hat man dann zwischendurch immer mal so ein paar kleine Ecken, wo man dann schöne, tolle Tiere beobachten kann. Ich bin da immer so ein bisschen zwiespaltig, was das angeht, ja, Zoo. Also Zirkus finde ich sehr gut, dass da jetzt immer mehr dagegen sind, dass das aufhört, die Tiere vorzuführen. Aber Zoo bin ich sehr zwiespaltig, muss ich ehrlich sagen, weil es werden ja auch Tiere gehalten, die vom Aussterben bedroht sind. Und deswegen ist es eigentlich eine ganz gute Sache, würde ich sagen. Und die meisten Tiere, die in Zoos sind, ja, umso länger der Zoo schon existiert, sind eh in diesem Zoo geboren und kennen es gar nicht anders. Also ist das für die keine Strafe oder so, ja? Also auch instinktmäßig totaler Quatsch, ganz ehrlich. Meine Meinung, ja? Also ich denke, die Tiere im Zoo, die fühlen sich sehr, sehr wohl auf jeden Fall. Gerade wenn man einen Spielgefährten hat wie die beiden. Hackchen! Hi! Wie geht's? Hi! Hi! German? Ah, okay. Alles klar. Und du wieder mit deiner Kamera unterwegs? Ja, Vlog. Ich hab echt viele zu schneiden, ey, aber das ist gut. Dann hat man immer was in der Rückhand. Dann geht einem das Material nicht aus. Aber ist cool hier. Ja, da gibt's so ein paar voll geile Aussichtspunkte. Da bei diesem Kinderteil. Warst du das schon? Nee, ich glaube jetzt nur hier dem Abteil. Spinnenshow? Ja, da hast du eine richtig schöne Aussicht. Geil. Geh einfach mal hin. Busch-Theater. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt jetzt hier alles schon gemacht habe. Ich glaube, nur ein Viertel davon oder so. Und die machen ja in 2 Stunden schon zu. Ja. Aber man kommt schnell durch. Also ja? Auf jeden Fall, ja. Wir haben irgendwie so gedacht, diese Strecken sind voll lang. Und dann sind wir nur so vorbei und haben da gedacht, okay, wo ist jetzt dieses Gehege? Dabei waren wir schon längst hier und ach so, okay. Meter gegangen. Also, ja. Hier ist aber auch eine Tabelle. Stimmt, das ist. Oh ja, okay, dann ist das logisch, wenn das 100 Meter sind. Auf jeden Fall eine coole Art von Zoo, muss ich sagen. Es ist nicht so, wie man es aus Deutschland kennt, finde ich. Oder? Also, so vom Aufbau her. Und es sieht auch nicht irgendwie aus wie künstlich angelegt. Weiß nicht, ob es letztendlich jetzt künstlich angelegt wurde, aber es sieht nicht danach aus. Alles klar, man sieht sich dann in der Schule, ne? Ja, euch auch. Ciao. Ja, das war gerade eine, die hat auch, die macht auch Au-pair. Die bringt ihre Kiddies auch immer zur selben Schule, so wie ich. Seht ihr die Zelte? Da kann man drinnen dann schlafen. Stellt euch das mal in der Nacht vor, mit dem Panorama von Sydney. Da die Harbour Bridge, hier Westfield Tower, Zentrum. Richtig, richtig geil, wenn das nachts dann alles so leuchtet. Boah. Da ich in Tasmanien keine Tasmanian Devils gesehen habe, muss ich jetzt hier im Sydney Taranga Zoo mal mein Glück versuchen. Und ich hoffe, ich sehe welche. Eigentlich ganz cool, diese Kletterparks, aber nur ohne Sicherung. Und da auch endlich unser Känguru
Aber ich muss ehrlich sagen, in Tasmanien hat mir das Meer gefallen, wo wir das Känguru gesehen haben am Strand. Das war auf jeden Fall ein magischer Augenblick. Im Vergleich zu dem hier. Die lassen sich auch überhaupt gar nicht stören, ne? Genauso wie die Kängurus. Guck mal, wie der Kumpel da hinten sitzt. Voll gechillt. Rainforest. Ja, es erinnert schon alles ein bisschen an Tasmania. Ach, der Geruch. Ach, ich liebe diesen Geruch, das ist so schön. Vor allem, wenn es dann frisch geregnet hat, dann ist es richtig schön. Jetzt momentan ist also den ganzen Tag schon extrem Sonne, richtig schönes Wetter. Aber hier lässt sich es aushalten. Fühlt sich gut an. Das ist ein Tree-Känguru. Wusste ich gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt noch andere Känguru-Arten gibt. Känguru, was im Baum lebt. Das sah sehr, sehr cool aus. Ist ja wieder was Neues gelernt. Boah, Leute. Seht euch diese riesen Kuscheltiere an. So groß wie mein Kopf. Also nicht groß. Wow. Die Giraffe im Zimmer, ey. Im Wohnzimmer oder so. Das ist ja der Hammer. Sieht das geil aus. Ich glaube, das ist echt das größte Kuscheltier, das ich je gesehen habe. Das ist ja der Wahnsinn. Es ist von den Zoos, wo ich bis jetzt drin war, bis auf Animal Kingdom, Disney World ist halt einfach unschlagbar bis heute. Also nicht, das sage ich nicht, weil ich ein übelster Disney-Fan bin, sondern Animal Kingdom, wer mal da war, der weiß, was ich meine. Also da ist wirklich wie eine Safari, da fährt man ja auch mit einem Jeep durch und man sieht kein Ende, ja, das ist der Hammer. Und da hinten seht ihr den Haupteingang und ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, geht da rein, es ist richtig gut. Es hat wirklich jeden Tag geöffnet, selbst wenn ihr zu der Weihnachtszeit hierher kommen würdet, ihr braucht keine Angst haben, dass ihr das verpasst. Es ist immer auf, jeden Tag im Jahr. Zumindest habe ich das so auf der Seite gelesen. Es wird wahrscheinlich Ausnahmen geben, aber ansonsten ist wirklich jeden Tag offen von 9.30 Uhr bis 16 Uhr, 4 PM, aber auch bis 5, also bis 17 Uhr. Das dann aber am Wochenende und irgendwie Ferien oder so. Unter der Woche ist es bis 4, aber geht am besten auf die Seite, die verlinke ich euch unten und dann könnt ihr euch das ganz in Ruhe anschauen. Was ich noch gesehen habe, bevor ich raus bin, es wird ausgebaut. Die machen alles größer, es wird noch schöner. Ich fand es so schon ziemlich schön, ziemlich cool gemacht. Es ist wirklich wie eine Safari, wenn man da durchgeht, weil es ist sehr weitläufig, obwohl es klein gehalten ist irgendwie. Also man kann das durchaus, ohne dass man hetzen muss, kann man das schaffen in 3-4 Stunden, wenn man Fotos und Videos macht, wenn man stehen bleibt, sich ein bisschen dort umsieht und ein bisschen sich die Tiere anguckt, wofür man ja hierher kommt. Es gibt ja auch ein Rope Tree Forest, da kann man oben in den Bäumen lang klettern und das ist ein ziemlich cooler Parcours. Ich selber habe bis jetzt immer nur welche gesehen, die ziemlich kurz waren, aber der ist nicht nur ziemlich groß und lang. Das Geile an dem Ding ist, man geht über die Gehege rüber. Man kann dann von oben quasi die Tiere beobachten. Das kommt so geil. Es sieht nicht danach aus, dass das alles künstlich angelegt wurde. Es sieht tatsächlich danach aus, dass der Zoo in den Wald gelegt wurde, in den tropischen Wald. Sieht Hammer aus und ich glaube, in der Nacht kommt es noch geiler. Ich verlinke die Seite unten und dann könnt ihr das alles nachschauen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid und besucht mich gerne auf Facebook, Instagram, YouTube, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch bei mir bleibt und mich abonniert. Das war's wieder von mir. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Action mit Hendrix Entertainment. Haut rein, ciao! With the Opera House, yeah? Yeah. Yeah, sure. Jetzt habe ich einen Krampf in meiner Hand. Ich habe
Ich hab mein Gimbal über ein Wasser weil ich die ganze Zeit mein Gimbal so krampfhaft fest. Krampfhaft. Deutsche Sprache, schwere Sprache, Guys.